Und weiter geht's mit Paper Mario Color Splash im Kupfer Canyon, genau, so hieß der. Und die Tatsache, dass hier ein Speicherblock ist, macht mir leichte Sorge. Denn, ja, wir wissen ja noch, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, bezüglich Erdbeben, und da geht schon wieder los anscheinend. Aber abgelöst, wie ich. Lass mich in Ruhe. Das ist auch so typisch, dass der genau sich unter die Blöcke dahinstellt. Okay, Feuerhammer. Okay, ich will jetzt mal nicht gegen den kämpfen. So, noch eine Farbe, okay. Oh oh. Ich habe, wie gesagt, ein ziemlich ungutes Gefühl bei der ganzen Angelegenheit hier. Ein ziemlich ungutes, aber okay. Das sind nur die Steine. Du Mario, warte mal eine Sekunde. Die ganze Grabungsstätte scheint mir etwas erdbebengefährdet, findest du nicht? Gerade habe ich den Anflug einer Vibration in der Luft verspürt. Dies erscheint mir eine gute Gelegenheit, etwas von großer Wichtigkeit zu sagen. Ich möchte, dass du weißt, dass ich in Angesicht höchster Gefahr alles tun werde, um dich zu schützen. Oh ja, ich würde dich... Was zum Teufel? Das ist auf den Bildern so klein, du hast das Teil. Alter, das war das Viech. Oh, Sino, ich habe hier ein sicheres Plätzchen für dich entdeckt. Das muss dich doch warm halten. Ist klar, Fabian. Was war das überhaupt? Ob das die ganzen Probleme hier verantwortlich war? Gehen wir lieber zur Hauptgrabungsstätte zurück, bevor es wiederkommt. Ja, da, oh, eine Farbtür. Interessant. Aber das war es tatsächlich. Das war Katharinchen. Hat man ja an der Schleife erkannt. Nur auf den Bildern sah das so klein aus. Warum ist das so groß? Das würde mich interessieren. Aber ich gehe davon aus, dass wir es wohl noch erfahren werden. Aber wie komme ich denn zu dieser Tür da oben hin? Ich dachte, jetzt hier würde ich irgendwie da hinkommen, aber nö. Aber hier komme ich da irgendwie auch nicht hin. Aber dass hier irgendwas mit dieser Katharinchen hier zu tun hat, das war mir schon klar die ganze Zeit. Weil man hat diese Rissspuren gesehen. Genau dieselben, wie es auch bei diesem Professor da in der Hundehütte waren. Ach, das ist... Ah, wir sind hier. Ah, okay. Eine Abkürzung. Das ist schick. Das ist gut zu wissen. Stimmt, wir müssen ja auch noch den Todd retten. Genau, der wartet da ja auch noch. Und jetzt weiß ich... Nochmal ein Speicherblock. Oh Gott. Nochmal ein Speicherblock. Jetzt wollen sie es, glaube ich, wissen, habe ich das Gefühl. Fünffacher Hammer, den nehme ich mit. Den nehme ich mit, den fünffachen Hammer. Dann nehme ich einen dreifachen weg. Den fünffachen will ich haben. So, und das kann ich wohl auch kaputt machen. Genau, was haben wir da drin? Ach, oder geht's da jetzt zu diesem geheimen Ding? Ah, haha. Alle Wege führen zum Ziel. Ach, die drei habe ich gerade weggeschmissen. Nee, will ich nicht. Oh, gelb ist gut. Gelb ist gut. Gelb ist am einfachsten. Haben wir ja gesehen. Gelb ist am einfachsten. Das ist ja nur den Weg merken. Das kann ich. Okay. Die zweite von rechts. Gut merken. Die zweite von rechts. Okay, hab's gemerkt. Ganz links. Sowas finde ich gut. Die anderen Spiele sind schwierig, aber das ist easy. Das finde ich richtig easy. Das ist easy. Jetzt muss ich nur gucken, weil das sind ja hier ganz schön viele Farben. Ganz schön viele Dinger da. Tschüss. Tschüss. Nochmal schnell Menü öffnen. Der Rest ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so wichtig, aber... Tschüss. Die ganzen Hammer hier. Du gehst auch weg. Ich sagte, du gehst auch weg. Ja komm, der abgenutzt Hammer, den brauche ich nicht mehr. Der kann weg. Muss ich ihn jetzt mitnehmen? Ah, na gut.
Na gut, ihr habt mir auch recht. Hi. Ach, das ist eine coole Musik. So eine coole Musik. Dann gehst du auch weg, dann nehme ich dich auch noch mit, meine Güte. Dass ich ihn unbedingt mitnehmen muss. Aber okay. Aber gut, bin ich zufrieden, dass wir hier noch was Gutes hier bekommen haben. Gut, was ich noch nicht gesehen habe, ist diese Regenbogentür. Die kann man ja auch bekommen. Aber da muss ich das Level wohl ein zweites Mal aufsuchen. Aber ansonsten, wir haben diesen Feuerlöscher als Kopie bekommen. Ein Riesensprung. Ja, war nicht schlecht. Keine schlechte Ausbeute. Okay. Nochmal ein Hammer, aber den brauche ich nicht. Ich habe genug Hämmer. Ich habe zwei, drei weggeschmissen. Oh, zum Glück bist du gekommen. Hier sitzt der Tentort fest. Er ist zwar noch am Leben, aber so langsam gehen ihm die Sahnebonbons aus. Die Sahnebonbons. Oh, das Licht hier draußen ist ja wirklich grell. Mario, vielen Dank, Mario. Mir war ja so langweilig und ich hatte nur noch dieses Dings. Es hat nicht viel gefehlt, dann hätte ich es wirklich essen müssen. Dings? Oh. Also dieser Tod hat da drin ja einen wirklich kühlen Kopf bewahrt. Ich weiß nicht, ob ich das in einer solchen Lage auch könnte. Warum quetschen wir das Ding nicht aus? Du weißt schon, aus rein wissenschaftlicher Neugier. Ein Knochen. Was mag da wohl das zu bedeuten haben? Oh, damit kommt wieder rote Farbe. Das finde ich gut. Welches Tier mag wohl so einen Knochen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder zu viele. Ich muss was wegschmeißen. Ja komm, ich habe genug Pilze. Oh. Da ist es schon wieder. Oh. Ja, logisch, ist klar. Als ob ich das genauso schnell sehe. Alter, Schwede. Ja, gleich Game Over. Ist klar. Natürlich. Natürlich. Na gut, wir haben ja gespeichert. Ja, jetzt 65%. Na gut, ich weiß nicht, wie viel da noch waren, aber. Ah, zum Glück war da ein Speicherblock. Deshalb sind auch die Speicherblöcke. Nicht nur, weil der Ding Schaden macht. Nein, der killt einen auch instant. Und das Tolle ist, ich werde gleich nochmal speichern, wenn ich diese Farbtür da genutzt habe. Also das ist absolut unnötig. Also billiger ein Leben zu ver also hier die Game Over zu gehen, habe ich das selten gesehen. Also das finde ich echt lächerlich, muss ich gestehen. Also das kann ich nicht ernst nehmen. Also würde ich im Kampf sterben, dann hätte ich ja noch was, wäre das ja noch okay. Aber das finde ich lächerlich. So, jetzt hoffe ich, dass ich wieder Geld kriege. Sehr schön. Gut, es könnte jetzt sein natürlich, dass das andere Farben sind. Beziehungsweise andere Karten. Das kann natürlich jetzt sein, aber wenigstens ist das wieder das Einfachste. Ja gut, es ist ein bisschen eine andere Karte, aber ja gut. Es ist kein großer Sprung mehr, aber okay. Ja, habe ich mir auch gemerkt, ist ganz rechts dieses Mal. Ja, wie gesagt, das ist easy going, also. Das ist wirklich easy going. Ich immer X drücke, wenn ich eine wegschmeißen will. Also, du kommst weg. Das war nur noch gefragt. Willst du die wirklich wegwerfen? Ja. Du auch weg. Du auch weg. Und du auch weg. So. Wieder Platz geschaffen. So. So, und jetzt werde ich definitiv, bevor ich das Ding da raushole, den Totter befreie, noch einmal speichern. Weil ein zweites Mal reicht mir das jetzt. Gut, ich weiß nicht, ob jetzt auch der Feuerlöscher besser war als die Zitrone. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber. Einmal reicht mir das jetzt. Das muss ich jetzt nicht nochmal machen. So. So, ich gehe nochmal zurück und werde jetzt hier nochmal den Speicherblock betätigen, weil nochmal mache ich das nicht. Wenn ich schon auf so dämliche Art Game Over gehe, dann will ich zumindest, dass das gespeichert ist, was ich bis dahin gemacht habe.
So, den Text kennen wir jetzt auch schon, deshalb muss ich das jetzt mal nicht nochmal vorlesen. Aber ich finde es echt lächerlich, muss ich gestehen. Ich finde das doch so ziemlich lächerlich, aber okay. Gut, dann weiß ich jetzt Bescheid. Gleich kommt wieder dieses dämliche Kette-Rähnchen-Viech. Und dann werden wir direkt nach links weitergehen. Ach, ich muss mal wieder was wegschmeißen. Ja, dann kommst du weg. So. Direkt geht's nach links. Ja, wie soll man das bitte wissen? Wie soll man bitte das wissen? Wohin soll man gehen? Das wird einem nicht gesagt. Da könnt ihr aber diesmal vielleicht einen Pfeil oder so als Hinweis machen. Nein, nö, wird hier überbewertet. Pfeile werden überbewertet. Vor allem rote Pfeile werden ganz überbewertet. Nein, auf gar keinen Fall. Vor allem keine roten Pfeile. Rote Pfeile sind ja richtig böse. Oh mein Gott, wo bin ich hier nur wieder gelandet? Wie gesagt, wenn das jetzt noch weiter so geht, dann werde ich diesen Absatz hier mit dem Tod schneiden, weil irgendwann reicht mir das jetzt auch. Ich weiß nicht, also ich finde das ehrlich gesagt witzlos, dass man dann direkt stirbt, wenn man von dem getroffen wird, von diesem Teil. Aber gut, wenn die Entwickler das so meinen, das so programmieren zu müssen, dann soll mir das recht sein. Wie gesagt, es kann ja nur noch um Minuten handeln, bis ich es endlich herausgefunden habe, wie ich da gehen muss, um diesem Viech auszuweichen. Diese räudige Bestie. Ah ja, okay. Dann soll ich also rechts gehen. Mhm. Ja, weiß ich auch. Weiß ich auch, ne? Weiß ich auch. Na, endlich. Das ist ein vollständiges Dracodon-Fossil. Meine Güte. Das soll ein Fossil sein? Es ist so weiß. Ich dachte immer, dass Fossilien kunterbunt sind. Warum sollten sie den Leuten sonst so gefallen? Wenn du mich fragst, könnte es einen neuen Anstrich gut gebrauchen. Welche eher nicht der Fall. Was ist ein Monster? Was war das denn? Es schien sauer auf uns zu sein. Haben wir ihm etwas weggenommen? Schulden wir ihm etwa noch einen Gefallen? Ich kann kaum glauben, dass es einfach so durch die Wand gebrochen ist. Ich nehme an, die gute Nachricht ist, dass es die ganze Arbeit für uns gemacht hat. Das Fossil ist nun komplett freigelegt. Hey Mario, auf der anderen Seite dieses Loches kann ich einen Farbstern riechen. Sehen wir uns das mal an. Das Problem ist, ich habe definitiv keine... Oh, okay. Wie es aussieht, ist das Monster von hier aus in den Sonnenuntergang gerollt. Nun, das war ganz schön aufregend, aber holen wir uns den Farbstern dann raus. Ja, das einzige Problem, ich habe nicht die Prozentzahl, aber ich gehe mal davon aus, dass 75 erstmal in Ordnung sind, dass ich hier später nochmal zurückgehen muss, wegen dem Zug vor allen Dingen. Oh, und ich habe gesehen, das war wieder so eine Schnick-Schnack-Schnuck-Medaille hier. Oh, super. Aber gut, deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir hier später ran müssen, zu dem Zug. Würde ich mal so vermuten, dass wir da nochmal den Zug da freilegen. Sehr schön. Ach, da hinten, okay. Ach, das wird wahrscheinlich der andere Weg sein, aber gut. Was hier auch noch was? Naja, gut, aber jetzt werden wir erstmal nochmal zu ihm hier gehen, weil ich vermute stark zu erahnen, welche wir jetzt hier hingeben müssen. Dann gibt es aber wohl doch keinen richtig großen Bosskampf, wie ich es erwartet hatte. Aber das war auch übel, muss ich gestehen. Das war auch ganz schön übel mit dem Kettlohn da, mit dieser Ketterinchen. Aber okay.
Ich würde auch mal sagen, das wird es für heute dann wieder gewesen sein. Wir werden heute wahrscheinlich kein Level mehr betreten. Oh, das ist richtig übel hier. Das ist hier richtig heftig, muss ich gestehen. So. Also ich gehe hier stark von aus, dass hier der Knochen rein muss, weil alles andere kann ich mir hier nicht vorstellen. Alles andere kann ich mir hier nicht vorstellen. Deshalb, ich bin mal stark davon aus, dass da der Knochen rein muss. Ja, so wird es auch sein. Da ist dieses tolle Viech ja. Aha. Wow, die haben ja eine tolle Liebe. Wie kann man sowas als Haustier holen? Oh nein, der Professor wurde von diesem riesigen Ding plattgewalzt. Jetzt wird er noch in viel mieserer Stimmung sein. Was redest du denn da? Das war doch mein geliebtes Katharinchen. Herr Tamari, danke, dass du sie gefunden hast. Sie ist aus meiner bescheidenen Hütte wohl herausgewachsen. Doch ich bin froh, dass sie noch ein letztes Mal zu Besuch gekommen ist. Könntest du mir noch einen Gefallen tun? Sorge dafür, dass sie genug Platz hat und immer schön spielen kann, ja? Und sage ihr, wo sie auch sein mag, dass ich an sie denke. Oh, und ich habe noch ein kleines Dankeschön für dich, weil du so nett warst, mir zu helfen, folge mir. Ja. Ja, also wie gesagt, keine Ahnung, wie man sich so eine Bestie als Haustier holen kann, aber okay. Gut, wahrscheinlich war sie halt damals klein und ist jetzt rausgewachsen, wie es gesagt hat, aber okay. Ah ja, wo waren wir? Richtig, ich hatte dir eine kleine Belohnung für all deine Mühen gegeben wollen. Ein Tod von der Ausgrabungsstelle wollte es schon wegwerfen, aber ich dachte mir, dass du dich vielleicht dafür interessieren könntest. Aber Vorsicht, es ist so spitz wie also etwas, das furchtbar spitz ist. Entschuldigt meine lahme Ausdrucksweise. Ich bin nur ein Alt-Kramologe. Keiner von diesen Leuten, die gut mit Wörtern sind. Ah, jetzt habe ich's. Es ist so spitz wie der stachelige Stachel eines Stachis. Aha, spitzer Stachel. Toll. Der Wahnsinn. Was auch immer ich damit... Oh, ich könnte erahnen, was ich damit tun muss. Und zwar tun wir das jetzt noch in diesem Part. Ich werde aber dahin schneiden. Und zwar in dem Dino-Ding da. Ich habe das Gefühl, dass wir mit dieses Fossil zum Leben erwecken können. Aber gut, wir werden es sehen. Deshalb gehe ich da kurz einmal hin und dann sehen wir uns dann gleich wieder beim Kupfer-Canyon, wo das da abgeht. Mare, es tut mir so leid, aber gelbe Scheigeis haben uns einen der Knochen direkt unter der Nase weggestiebitzt. Ach Mensch, ich habe so hart gearbeitet, dieses Fossil zu finden. Ob wir die Rettertots fragen können, es uns wiederzubringen? Ich überlege noch, was das der beste Plan ist. Das war jetzt alles, oder was? Ich hätte jetzt eigentlich mit was anderem gehofft. Aber okay, dann kann ich hier wohl doch noch nichts machen. Dann werde ich jetzt zum Abschluss nochmal versuchen. Nochmal versuchen, hier jetzt diese Regenbogentür zu bekommen. Okay, wunderbar. Dann werden wir das jetzt noch zum Abschluss des Parts hier machen. Weil da bin ich jetzt echt gespannt, was hier jetzt noch passiert. Und dann werden wir im nächsten Part dann mal schauen, wo es hier weitergeht. So, was müssen wir jetzt hier machen? Konzentration. Was? Färbe vor Ablauf der Zeit so viele unsichtbare Gegenstände wie möglich. Aber was? Ja, ihr seid ja lustig. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ja, hier ist wohl nichts. Ich glaube. Ich weiß nicht, ob ich in das Haus gehen darf, aber ich mach's mal nicht. Ach du Heiliger. Was ist das denn? Also damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Muss ich sagen. Ach, da darf ich auch nicht. Oh, sag mir das doch einer. Ah, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe.
Jetzt doch nochmal hier reingucken. Okay, darf ich nicht reingehen. Geschafft. Okay, das waren aber wenige. Aufgedeckt 3. Neuer Rekord. Bonus 0. Okay. Und jetzt war's das, oder was? Nur für Münzen? Okay. Finde ich jetzt ein bisschen lächerlich, aber okay. Ich hätte mit mehr gerechnet, aber okay. Ja gut, dann würde ich aber sagen, das war's für heute dann mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Also hier geht's echt richtig ab, muss ich sagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part dann wieder von Paper Mario Color Splash, wenn wir irgendwo anders weitergehen. Ach, ist mir jetzt auch egal, der Wurf-Ding. Oder sagen die jetzt noch irgendwas Interessantes? Nö, anscheinend nicht. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von Paper Mario Color Splash. Bis dann und tschüss, euer Jake.